Aktien kaufen, die unterbewertet sind, so wie Warren Buffett das macht oder wie er es meistens gemacht hat. Das ist die Value-Strategie. Die war in letzter Zeit aber leider nicht besonders erfolgreich. Andere Strategien an der Börse waren deutlich erfolgreicher. Das wirft die Frage auf, ist der Value-Ansatz jetzt tot? Kann man diese Strategie vergessen oder aber ist es im Gegenteil vielleicht sogar so, dass die Strategie jetzt langsam wieder interessant werden könnte und dass man gerade jetzt Value-Aktien haben sollte? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Aktien billig kaufen und teuer verkaufen. Wer das immer schaffen würde an der Börse, der wird dort natürlich reich. Das ist gar keine Frage. Und darum haben sich die Anleger auch immer viele Gedanken gemacht, wie man das denn schaffen könnte. Und eine Strategie von vielen Strategien, die aber sehr bekannt ist, das ist die Value-Strategie. Für Value-Anleger geht es im Grunde darum, dass sie nach Aktien suchen, die unterbewertet sind. Also Aktien, die gehandelt werden unter ihrem wahren Wert, wenn man so will, oder ihrem fairen Wert oder ihrem inneren Wert oder wie auch immer. Man bekommt die also zu billig im Idealfall, weil der wahre Wert vorübergehend an der Börse nicht erkannt wird oder weil er zumindest nicht gewürdigt wird, aus irgendwelchen Gründen. Genau definiert ist das nicht, aber wenn es um Value-Aktien geht, da geht es oft um Aktien, die eben günstig sind, zum Beispiel weil sie ein niedriges KGV haben. Sie sind also günstig im Verhältnis zum Gewinn, der erzielt wird, beispielsweise. Und der Gewinn ist dann im Idealfall noch relativ konstant, dann ist die Sache besonders interessant. Und dann interessieren sich Value-Anleger oft auch für Dividenden. Und je höher die sind, je stabiler die sind, desto besser. Und was ein dritter Punkt ist, die Substanz. Also um das, was da ist bei dem Unternehmen an Substanz, an Werten in der Bilanz. Und da ist es im Idealfall dann eben auch so, dass die Bewertung an der Börse unter dem liegt, was an Substanz da ist. Man kauft also den Dollar ein für 50 Cent, wie es so schön heißt. Wofür sich Value-Anleger dafür weniger interessieren, das ist so das Auf und Ab an den Börsen, das versucht man nicht so ernst zu nehmen oder halbwegs zu ignorieren. Das sind dann eben die Marktlaunen aus Sicht des Value-Anlegers, die gibt es eben und denen verdankt man es ja letzten Endes auch, dass man gute, unterbewertete Aktien manchmal so billig bekommen kann. Der Value-Ansatz ist immer noch populär und der wird auch von vielen großen professionellen Investoren verfolgt. Der bekannteste Value-Investor ist natürlich Warren Buffett. Der war mit dem Value-Ansatz enorm erfolgreich und hat dadurch auch viele Fans gefunden und Nachahmer gefunden. Und man sieht ja auch jeden Tag irgendwelche Beiträge, die dann in die Richtung gehen, diese Aktien würde Warren Buffett jetzt kaufen oder irgendwie so. Da fragt man sich dann natürlich oft, naja, wenn er diese Aktien kaufen würde, warum tut er es dann nicht? Aber wahrscheinlich weiß er es eben nicht besser, der Ärmste, oder er ist eben nicht ganz so clever wie seine vielen Jünger hier auf YouTube, oder aber seine Nachahmer kennen ihn inzwischen besser als er sich selbst. Wie auch immer, der Value-Ansatz ist eben sehr beliebt. Aber er ist leider nicht so erfolgreich gewesen, zumindest in letzter Zeit nicht. Die letzten 10 Jahre, da haben sich Value-Aktien unterdurchschnittlich entwickelt und zwar deutlich unterdurchschnittlich. Man kann sie also vergleichen, die letzten 10 Jahre mit Wachstumsaktien, mit Trendaktien, mit Momentumaktien. Das läuft teilweise auch auf das Gleiche hinaus, die letzten 10 Jahre. Und da haben die Value-Aktien eben deutlich schlechter abgeschnitten. Die Value-Strategie bringt es also hoffentlich nicht mehr so richtig. Und viele sagen mittlerweile auch inzwischen, diese Value-Strategie ist auch irgendwie tot.
Hier haben wir eine Grafik von der Neuen Zürcher Zeitung. Die geht jetzt zwar nur bis Mitte 2018, aber seitdem ist es auch nicht besser geworden, sondern eher schlechter für Value-Aktien. US-Aktien hier, Kursentwicklung auf 10 Jahre. Und da haben wir in Blau die Wachstumsaktien aus dem S&P 500 Index und in Gelb die Value-Aktien aus dem S&P 500. Jetzt kann man sich da als Value-Anleger noch nicht mal beklagen, weil US-Aktien haben sich ja in dem Zeitraum spektakulär entwickelt. Und da ist auch für die Value-Anleger natürlich was hängen geblieben. Allerdings, die Value-Anleger haben nur eine jährliche Rendite bekommen von 8,6%, also nur in Anführungszeichen natürlich. Aber wer in Wachstumsaktien investiert hätte, der hätte eine jährliche Rendite bekommen von 12,3%. Und das ist natürlich deutlich höher und mehr und das summiert sich ja auch über die Jahre. Und was man zu dieser Grafik auch sagen muss, die verharmlost die Sache sogar noch ein bisschen. Wir haben ja hier das rosige Bild aus den USA, wo wir eine Rallye gehabt haben, wo fast jeder davon profitiert hat. Aber anderswo auf der Welt ist dieser Unterschied zwischen Wachstumsaktien und Value-Aktien eben auch sehr stark ausgefallen und er ist teilweise auch noch krasser. Also teure Aktien sind eben auch anderswo auf der Welt noch teurer geworden, günstige Aktien sind günstig geblieben oder sind zum Teil sogar noch günstiger geworden und die Schere klafft immer weiter auseinander. Value-Aktien will also keiner mehr haben und das ist für den Value-Anleger natürlich bitter. Der analysiert ja Fundamentaldaten, geht in die Bilanz, versucht den fairen Wert zu ermitteln, gibt sich dabei auch viel Mühe und das alles war mehr oder weniger für die Katz. Er ist trotzdem deutlich hinterm Markt zurückgeblieben und er muss heute befürchten, dass das auch in Zukunft so bleiben könnte. Aber warum will eigentlich niemand mehr Value-Aktien haben? Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Die erste geht in die Richtung, dass sich die Struktur in unserer Wirtschaft stark verändert hat. Durch Internet, Digitalisierung, Plattformökonomie und so weiter. Das habe dazu geführt, dass es ein paar Großkonzerne gibt, die Gewinner dieser ganzen Entwicklung, die würden sich jetzt alles unter den Nagel reißen und der Rest der Unternehmen, der leidet darunter eher unter diesen Umwälzungen. Das beste Beispiel Amazon und der übrige Einzelhandel. Amazon rollt sozusagen den Markt auf, hat eine unglaubliche Marktposition und den anderen Einzelhandelsunternehmen geht es dadurch aber eher schlecht. Und dementsprechend haben wir natürlich am Aktienmarkt eine Amazon-Aktie, die stark gestiegen ist, und andere Einzelhandelsaktien sind aber tendenziell gefallen und das auch zu Recht. Dass das ein Grund ist, das mag auch so sein. Also diese Umwälzungen finden auch wirklich statt, das ist schon so, aber ewig können diese tollen Wachstumsaktien natürlich auch nicht steigen. Sie sind ja schon sehr stark gestiegen und irgendwann wird sich auch da mal die Bewertungsfrage stellen. Also viele Leute tun so, als ob sich diese Bewertungsfrage bei solchen Aktien nicht stellen würde, weil diese Unternehmen einfach so großartig sind. Aber das ist eine Haltung, also diese Haltung, die da besagt, diesmal ist alles anders. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon oft gehört und das ist aber leider nicht immer so aufgegangen. Nebenbei gesagt, die sechs großen Technologieunternehmen in den USA, also Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Netflix, die sind an der Börse zusammen jetzt fast 4 Billionen Dollar wert. Das heißt, diese sechs Unternehmen haben einen höheren Börsenwert als der komplette Aktienmarkt in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien zusammen, wenn man jetzt mal die jeweiligen MSCI-Indizes nimmt. Da stellt sich schon die Frage, ist das gerechtfertigt? Sind die wirklich so großartig? Ich halte das für fragwürdig. Bei allen Stärken, die diese Konzerne haben, aber es spricht natürlich auch Bände über die Marktverfassung, in der wir gerade sind im Moment. Dann gibt es eine weitere Erklärung für die Outperformance der Wachstumsaktien gegenüber den Value-Aktien.
Und die liegt im Zinsniveau momentan. Wir haben natürlich einfach Zinsen, die weltweit so niedrig sind wie nie zuvor. Das heißt, Zinspapiere sind keine Alternative für Aktien. Und das würde besonders Wachstumsaktien gerade sehr interessant machen, weil wir bei Wachstumsaktien die großen Renditen erst in Zukunft erwarten würden. Aber das sei im Moment eben leichter erträglich, weil ja Zinspapiere als Alternative auch nichts abwerfen. Ähnlich wird zum Beispiel auch bei Gold argumentiert zurzeit. Gold wirft ja auch keine laufende Rendite ab, aber das sei jetzt eben weniger schlimm, weil man ja generell kaum Zinsen bekommt am Markt. Das ist eine Argumentation, ich halte die für ein bisschen schräg. Sie stimmt grundsätzlich schon, also wenn es um die Aktienmarktrallye an sich geht. Je niedriger die Zinsen sind, ist klar, desto interessanter wird alles andere. Aber es erklärt nicht meiner Meinung nach die Outperformance von Wachstumsaktien gegenüber Value-Aktien. Value-Aktien wären ja in einem Niedrigzinsumfeld genauso interessant. Also zum Beispiel Value-Aktien, die jetzt eine hohe Dividendenrendite aufweisen, die müssten ja bei niedrigen Zinsen auch sehr gefragt sein. Das sind sie aber nicht und das ist irgendwie unlogisch. Und abgesehen davon sind die Zinsen vorübergehend ja auch wieder gestiegen in den letzten Jahren. Also zum Beispiel von 2016 bis 2018, zumindest in den USA. Das hätte eigentlich amerikanische Wachstumsaktien unter Druck bringen müssen. Das war aber nicht wirklich so. Man muss auch wirklich aufpassen bei diesem Zinsargument, dass man da nicht alles über einen Kamm schert. Also Gold zum Beispiel ist ja ein völlig anderes Investment als die Amazon-Aktie. Der Zins spielt bei beiden Investments, sowohl bei Gold als auch bei Amazon, natürlich eine Rolle. Aber trotzdem, der Goldkäufer hat mit Sicherheit ein völlig anderes Szenario vor Augen als der, der jetzt Amazon-Aktien kauft. In dem Zusammenhang auch nochmal zur Erinnerung für Sie, wie ich es ja schon angekündigt habe, morgen geht unser Edelmetall-Zukunftsmärkte-Report raus. Der Ausblick für 2020 für die Edelmetalle, also für Gold, Silber und für Platin. Was ist da zu erwarten im neuen Jahr? Das ist insofern auch interessant, weil die Edelmetalle ja jetzt im Herbst erstmal nochmal schwächer gewesen sind, aber jetzt brechen sie schon wieder nach oben aus, obwohl wir ja an den Aktienmärkten furchtbar optimistisch sind momentan. Und unsere Zukunftsmärkte-Reports, die kann jeder kriegen. Sie sind gratis und das Einzige, was wir dafür tun müssen, wenn Sie die auch lesen wollen, Sie müssen sich einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber zurück zu den Value-Aktien. Die Grafik hier, die habe ich im letzten Video schon gezeigt, im Ausblick für 2020, die ist von der Bank of America und die zeigt, dass es für Value-Aktien doch wieder eine gute Perspektive geben könnte. Wir haben hier die Bewertung von Value-Aktien im Vergleich zu Momentum-Aktien in den USA, also zu Aktien, die sich auszeichnen durch eine hohe Trendstärke, was dann ja auch oft die Wachstumsaktien waren. Und wir sehen hier, Value-Aktien sind gegenüber Momentum-Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das ist das eine. Aber was wir außerdem noch sehen, das ist das, dass die letzten Male, wo dieses Missverhältnis so groß war, wo Value also so günstig war im Vergleich, dass es dann kurz danach wieder eine Outperformance gegeben hat von Value-Aktien. Die Bewertungsunterschiede, die sind dann auch wieder abgebaut worden. Und das sei seit 1986 in 77% der Fälle so gewesen, dass Value-Aktien die Momentum-Aktien dann geschlagen hätten in den nächsten 250 Tagen. Und beim letzten Mal war es sogar so, dass wir da eine Outperformance hatten von fast 70%.
Es ist also nicht so, dass die schlechte Entwicklung von Value-Aktien in Stein gemeißelt ist, obwohl das viele Anleger zurzeit glauben. Die glauben, dass Value eben keine gute Strategie ist grundsätzlich, dass die Momentum-Strategie eben die bessere Strategie ist grundsätzlich. Aber die Abbildung hier, die zeigt uns zumindest für die USA, dass es eben nicht so sein muss, sondern dass das rotiert zwischen den beiden Bereichen und dass sich das in der Vergangenheit eben oft wieder geändert hat und dass es sich diesmal eben auch wieder ändern kann. Und dass die Chance dafür, dass es sich ändert, sogar auch relativ hoch ist. Heißt es jetzt, man sollte umdenken als Anleger, man sollte sich jetzt wirklich auch wieder stärker auf Value-Aktien, konzentrieren? Ich glaube, dass tatsächlich einiges dafür spricht. Also es hat schon immer gute Gründe gegeben für Value-Aktien und dass die in den letzten 10 Jahren schlechter gelaufen sind, das ist schade natürlich. Aber wir haben ja auch eine unglaubliche Rallye gehabt in den letzten 10 Jahren, zumindest an den westlichen Börsen. In den Schwellenländern jetzt weniger, aber in den westlichen Börsen hatten wir diese Aktienmarkt-Rallye. Und wenn man so eine Rallye hat, dann ist es wahrscheinlich kein Wunder, dass Value-Aktien in so einer Phase jetzt nicht unbedingt die Hauptfavoriten sind für die Anleger. Value-Aktien haben andere Stärken. Ich würde sagen, man kauft Value-Aktien ja eigentlich auch nicht als Anleger, weil da jetzt die Kursfantasie so ganz fantastisch ist, sondern auch, weil man Substanz sucht und Werthaltigkeit. Und die findet man da. Dadurch erhofft man sich natürlich auch Kursgewinne, aber das Ganze hat auch eine defensive Komponente. Da legen Value-Anleger auch viel Wert drauf und diese Defensivkomponente, die war in den letzten Jahren am Markt natürlich nicht so wichtig, da waren andere Dinge gefragt, aber gerade auch das kann sich in näherer Zukunft wieder ändern. Ich bin der Meinung, dass so defensive Qualitäten sowieso einiges wert sind, aber sie sind natürlich umso mehr wert, wenn man jetzt schon 10 Jahre lang eine Aktienmarktrallye hinter sich hat. Allein das ist schon ein guter Grund für Value-Aktien, auch wenn diese Umschichtung, auf die man vielleicht hoffen könnte, auch wenn die jetzt vielleicht doch nicht kommen sollte, man hätte diese defensiven Qualitäten zumindest, mit denen man sich vermutlich auch wohler fühlt als Anleger. Aber zusätzlich ist eben noch die Chance da, dass diese Umschichtung eben doch kommt und dass diese lange Phase der Underperformance vielleicht doch irgendwann vorbei ist. Und wir wissen auch, relativ zum Gesamtmarkt sind Value-Aktien zurzeit eben auch besonders attraktiv. Das Thema Value-Aktien hat allerdings auch ein paar kleine Tücken. Ich werde dazu hier auch nochmal einen extra Beitrag machen demnächst. Was besonders wichtig ist, was wir jetzt kurz anreißen können für Value-Anleger und die, die es vielleicht werden wollen in Zukunft. Billig heißt nicht automatisch gut am Aktienmarkt. Nicht jede günstig bewertete Aktie ist auch zwangsläufig eine Value-Aktie. Man muss die Spreu da schon vom Weizen trennen und das ist gerade jetzt besonders wichtig, weil wir ja in Zeiten sind, in denen viele Aktien schon gut gelaufen sind und da müssen wir bei den Aktien, die jetzt noch billig sind, natürlich doppelt genau hinschauen, weil sich da selbstverständlich schon die Frage stellt, was stimmt mit diesen Aktien nicht, die jetzt noch günstig bewertet sind? Wenn die bis jetzt noch nicht gestiegen sind, warum sollen sie in Zukunft steigen? Damit muss man sich mit Sicherheit als Value-Anleger auseinandersetzen. Aber wie gesagt, Underperformance muss nicht zwingend immer mit der Aktie selbst zu tun haben. Es kann auch damit zu tun haben, dass sie eben in einem Markt sind, der nicht so besonders beliebt ist, Schwellenländer zum Beispiel, oder aber, dass sie in einem Segment sich befinden, das auch nicht besonders beliebt ist, zum Beispiel eben in einem typischen Value-Segment. Dazu demnächst mehr, wie gesagt, bei Zukunftsmärkte. Bleiben Sie dran. Vielleicht ist es für Sie ja auch interessant, Zukunftsmärkte zu abonnieren, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Und falls Sie das tun sollten, dann am besten immer auch gleich die Glocke drücken. Die Glocke ist für die Benachrichtigung, wenn ein neues Video von uns da ist, dann kriegen Sie das nämlich auch immer sofort gleich mit.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in Zukunft öfter sehen würden. Das nächste Video von mir kommt wieder am Montag. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und danke wie immer natürlich fürs Zuschauen.